Oh mein Gott, Leute, willkommen zurück zu Ayoboki Game Master, Leute, das Alien kommt. Ich höre gerade, ich muss nicht mehr weg. Leute, wenn das Alien jetzt gleich hier kommt, in Dusche und mich suchen, renne ich schon weg. Okay, Leute, und jetzt, let's go. Alles klar, Leute, schnell ins Zimmer. Oh Mann, ich weiß, ich bin nicht der schnelle Renner im Haus. Aber ja, trotzdem, Leute, oder? Nein, wir lassen uns hier auf. Leute, da warte ich jetzt sagen, wir verstecken uns hier in dem Gaming-Stil, Leute, und was? Leute, und vielleicht stolpert das Alien und fällt dann wieder um. Ja, dann können wir das Alien mal so richtig untersuchen. Aber so richtig, so ohne, dass es sich schon wieder ausnimmt. Okay, Leute, warten wir hier, bis es Alien kommt. Oh, ich höre schon wieder diese ekelhaften Geräusche. Das kann ja nur eines heißen, Leute. Das Alien, es kommt einfach mal zurück. Ich würde sagen, wir versuchen mal den Panzer zu schützen, den wir es in der letzten Folge probiert haben, aber nicht ganz geschafft haben, wobei ein bisschen, aber nicht ganz, es ist hier noch was übrig geblieben, wie ihr hier seht, Leute, Leute, hier irgendwo, ja, Leute, unten machen wir das mal, jetzt bin ich echt gespannt, was da drunter ist. Boah, also Leute, tatsächlich, ein Menschenkörper, ein Mensch aus Fleisch und Blut, ah, das weiß ich, der kennt mir noch an den Schultern und an den Bauch, das ist ein Mensch, Leute. Ja, Leute, warte, jetzt machen wir hier mal noch das, was der da ums Gesicht hat oder um die Maske, was auch immer. Leute, er wird hier noch ab. Leute, das geht ganz schwer ab. Und Leute, also, ja, Leute, guck mal, wie schwer das abgeht. Boah, Alter, Leute, also, müssen wir das abreißen oder? Leute, was ist hier von uns verlangt? Ja, Leute, wir müssen das System zu Ende. Ich bin ja immer gerade, dieses Ding ist ab. Alter, Leute, okay. Man, wir haben es geschafft hier, der Panzer, alles weg. Oder, Alter, man könnte das doch verkaufen. Ich finde auch hier dieses Ding, weil das ist gefährlich. Es kommt von anderen Planeten. Also Dinger, die von anderen Planeten kommen, lassen sich gut verkaufen. Genau auch wie sein Panzer oder seine Maske. Die müssen wir ihm jetzt auch mal abnehmen. Selbst wenn sie dann da richtig ekelhaft ist. Wir probieren jetzt mal, nimmt die Maske abziehen, oder? Geht das überhaupt? Oder ist das sein Gesicht, Leute? Was meint ihr da? Leute, ich würde sagen, oder ich sag mal so viel. Einfach so ist es ja wert, mal das abzukriegen. Und Leute, vielleicht finden wir da einen Menschen drunter. Oder vielleicht verbirgt sich darunter ja ein Mensch. Unter dieser Maske. Alter, gell, Alien? Alter, Mann. Ich glaube, das hat gerade ja gesagt, aber... Ja, Alter, der kann mir noch nicht so gut Deutsch, der kann mir noch nicht so gut unsere Sprache, Leute. Alter, mein Gott, ich glaub, die wird sauer. Weil wir seinen Panzer zerstört haben und auch ihm seinen Schutz weggemacht haben. Weil jetzt hat er nur noch so eine Maske. Leute, ja, wir müssen die Maske schon abnehmen, bevor er noch sauer wird. Los, Leute, let's go. Okay, Leute, wir nehmen jetzt die Maske ab. 3, 2, 1, go. Alter, mein Gott, Leute, wie ekelhaft ist das wirklich hin? Das fängt jetzt so an, hier so ekelhaft zu riechen. Der riecht dann so komisch. Bäh. Alter, da kommt man ja gar nicht dazu zu gucken nach seinem Gesicht. Also nein. Die Nebel weg von dem Ding, von deiner Maske. Auch wenn es deckelt, das verkaufen wir nachher, Alter, Leute. Oh Gott, ich glaube, das Alien. Steht auf. Wir müssen schnell weg hier. Oh mein Gott, Leute, wir müssen weg schon wieder. Wir müssen einfach wieder aus unserem eigenen Hauptquartierzimmer flüssen, aber nein, dieses Mal, das ist das letzte Mal nicht gut geendet, sondern irgendwo anders müssen wir, alter Mann. Wir müssen aus unserem eigenen Hauptquartierzimmer flüssen, Leute. Ich komme mir gerade so blöd vor dabei, alter Leute, aber. Ja, aber Leute, irgendwie kein Wunder, dass ich mir dabei blöd vorkomme, Mann. Und wir haben noch nicht mal den Panzer, diesen Schutz und seine Maske. Oh nein, nein, das müssen wir alles holen, das können wir alles teuer verkaufen. Und die Maske können wir ja anziehen, oh nein. Okay, Leute, das Alien ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden, habt ihr mir mitgeteilt. Deswegen bin ich jetzt auch mal nochmal hier zurück ins Zimmer gegangen. Tatsächlich, Leute, guck mal, hier liegt noch der Schutz oder diese Alufolie oder was auch immer das ist. Plus die Alien-Maske, ja, das können wir wirklich alles verkaufen, Leute. Die
Alien Maske können wir teuer verkaufen und die Alufolie, die Maske, das ist hier wirklich die Maske von einem echten Alien, die kommt von einem anderen Planeten und die Alufolie auch kommt einfach von einem, weil das hat ein echtes Alien angehabt als Schutz. Das ist ja auch von einem anderen Planeten dann. Also da, deswegen, Leute, das könnten wir einfach mal teuer irgendwo auf eBay verkaufen oder im Internet oder im Darknet. Im Darknet, glaube ich, bei eBay würde das gesperrt werden. Also im Darknet kann man ja öfters so gruselige Dinge kaufen, Leute. Ah, Leute. Ja, Alter, das ist ganz hinüber, Mann. Was ist da wohl passiert mit dem Alien seit der letzten Folge? Oh, und hier ist die Maske. Oh, Leute, wollen wir die mal anziehen, aber was wird denn wohl passieren? Das ist die Maske von einem echten Alien. Was wird passieren, wenn ich da Dinge drunter sehe oder verwandle ich mich in das Alien oder etwa was viel Schlimmeres oder mehrere viele schlimmere Dinge? Oh Mann, aber nein, Alter. Oder ich kann sie anziehen und danach werde ich die Maske verkaufen, Alter. Die spiegelt auch übelst. Guck mal hier. Das spiegelt gerade den Fernseher. Ja, der Fernseher ist gerade halt an, weil ich ihn halt immer anhabe und jetzt sofort mit außen machen. Deswegen habe ich halt nur den Ton, dass das man vielleicht auch gerade sieht. Aber, Alter, deswegen kann man die Maske wahrscheinlich umso teurer verkaufen, weil die spiegelt einfach. Oder, Leute, warte, dann legen die mal weg, Leute. Oh nein. Ich glaube, ich muss mir die Hände gleich desinfizieren halt. Oder halt waschen, weil die Maske ist doch giftig. Sie konnte doch Gifte aussprühen. Das ist von einem anderen Planeten. Und die hatte ein echtes Alien getragen. Oder wobei, ein echtes Alien war das doch jetzt gar nicht. Das war doch nur Iowoki. Oder was heißt nur? Iowoki ist irgendwie ein bisschen komisch geworden. Ist das euch aufgefallen? Leute, ich glaube, ich muss mir die Hände waschen. Oder künftig, wenn ich die Alien-Maske anfasse, muss ich immer Handschuhe tragen. Weil, Leute, warte, ich desinfiziere. Ich schreibe mir die Hände mal kurz. Weil die Wookie hat so komische Geräusche gemacht. Sonst macht er doch immer Hihi und eben hat er so Alien-Geräusche gemacht. Hey Leute, hat sich Ayuwoki wirklich in den Alien verwandelt oder war das nur ein Kostüm? Aber warum hat Ayuwoki das gemacht? Warum war Ayuwoki dann so aggressiv? Hä? Ist er wieder böse geworden? Hat Jeff the Killer ihn böse gemacht oder weiß ich nicht? Hat Jeff the Killer irgendwas mit ihm gemacht? Hat ihn irgendwie verzaubert, irgendeinen Drang gegeben, dass er wieder böse geworden ist? Oder stiftet Jeff the Killer ihn dazu anders zu machen? Wird er erpresst? Also, vielleicht ist Ayuwoki noch lieb und wird halt erpresst von Jeff the Killer. Halt irgendwelche Sachen, dass er von Jeff the Killer erpresst, halt irgendwelche Sachen zu machen, halt angestiftet, dass er böse sein soll. Oder wurde halt wirklich so manipuliert, also halt verzaubert, dass er halt automatisch böse geworden ist. Oder dass halt auch, dass ich mir vorstellen konnte, dass er nur erpresst wurde und gar nicht, und noch lieb ist und halt nur so tut, als er böse oder halt böse sein muss. Also das könnte alles gut sein, aber Leute, vielleicht finde ich das heraus, wenn ich die Alien-Maske anziehe, Leute. Ich muss mir jetzt dringend mal die Alien-Maske anziehen, Leute. Ich ziehe mir jetzt auf jeden Fall mal die Alien-Maske an.